Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, hier sind wir in der Höhle. Ich weiß nicht, wo lang, aber hier gibt es auch sogar schon den ersten Hinweis. Das ist ja sehr gut. Es war eh mein Plan, hier mal auf die Steinformation drauf zu springen. Das ist ziemlich cool. Okay. Die Klippe hochzuklettern. Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Piraten. Ist ja witzig. Im Ernst jetzt? Gerade bin ich da noch drum geschwommen. Alles klar, jetzt schauen wir mal, wo uns dieser schöne Stein hinführt. Ich hoffe, da nach oben. Wahnsinn. Klettern kann der Mo. Aber jetzt lass mal gucken, wir müssen hier so entlang. Alles klar. Jetzt hat. Zack, zack, es geht voran, es geht voran. Einmal hier unser Lasso genutzt. Und da drüben ausgelockt. Ja, sehr schön. Und dann können wir uns schon hier fallen lassen, oder? Ja, grandios, wir sind ein Stück weiter. Also bei dem Spiel, da haben die sich allerhand einfallen lassen. Subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für irgendwie was. Na, er hatte das Geld. Okay, super. Stimmt. Dann gehen wir näher ran. Dem Sam hinterher. Hoffentlich sind da keine Shoreline-Idioten. Räuberleiter, oder? Nein. Oh, ich bin daneben. Was? Ich kann da raufspringen? Okay. Was haben wir hier? Ein toller alter, ja, wie ein Tempel, der in den Stein geschlagen worden ist. Hier können wir bestimmt gleich wieder irgendwas drücken. Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Hm. Okay, alles klar. Das bedeutet für uns, wir müssen einen Weg herumfinden. Das hatten wir auch schon in Schottland. Lass mal gucken. Hier, da sind schon wieder Griffe. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie nutzen können, ja. Geht's da runter? Nee. Jedenfalls nicht tödlich. Alles klar, das hebeln wir gleich mal aus. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Komm, hau weg die Scheiße, hau weg die Scheiße. Und geschafft. Okay, komm durch. Dann quetschen wir uns mal da durch. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Okay. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Und jetzt? Eigentlich wäre ich jetzt gern darüber gesprungen, aber anscheinend sieht es der Bruder anders. Ich kletter jetzt einfach da trotzdem mal darauf, wenn ich schon da bin. Okay, ich bin da oben. Darüber. Was war das wohl für ein Gebäude? Ja, der ist gleich mit. Perfekt. Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Wirklich cool. Man rennt hier so durch irgendwie. Man müsste eigentlich direkt mal stehen bleiben und genau gucken. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Ganz genau. Wo ist er denn hin? Gibt's da nicht? Da gab's noch eine Taste, doch. Oh, was hier? Das ist mein Boot. Wie unwichtig. Okay. Darauf. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Schauen, was der Sam macht. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Das wird schon irgendwie klappen. Bestimmt gibt es jetzt gleich eine Kiste, auf die wir hüpfen können. Sam,
Was entdeckt? Und? Sam, hey, bist du noch da? Gott, verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Okay. Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Dann schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir wenigstens hier rauf, oder? Mich Idiot nennen kann. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Können wir da. Der Sprung ist zu weit, um da drüben anzukommen. Okay, ist hier irgendwas, mit dem wir das schaffen könnten? Also wenn ich jetzt hier Anlauf nehme und springe, dann springe ich wahrscheinlich daneben. Aber wenn ich nichts anderes finde, nein, werde ich es trotzdem machen. Okay, aber hier können wir drüber springen. Und das Ding schaut ja auch schon mal sehr einladend aus. Warum ist denn der Bruder jetzt weg? In seiner Euphorie oder wie? Naja, wir finden schon den Weg. Ah ja, hier geht es ja schon mal weiter. Zack, zack, zack. Auch hier der, Bist schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Okay, 1, 2, 3 und los. Sehr gut. Alles in Ordnung? Ja, da hat man eigentlich schon fest mit gerechnet, dass die dir wieder die Kiste... Okay. Dass wir die Kiste wieder brauchen. Hätten wir auch fast. Vielleicht brauchen wir sie später nochmal, wer weiß. So, nu, was sehen wir hier Schönes? Tolle Aussicht, absolut. Oder schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Mann, vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Okay, Bruder, fang an. Wohin? Auch wieder ein Pfeil? Ich sehe keinen. Oder? Was ist das? Ja. Nee. Ich gehe jetzt einfach mal. Nee, ich gehe, glaube ich, nirgendwo hin. Ist ja dann doch ein bisschen zu hoch. Mal schauen, was der Bruder noch für uns hat. Also da sehe ich Griffe. Oh, da ist was. Hier. Hätte ich nicht entdeckt. Und unser Ziel wird sein, da drüben anzukommen, oder? Okay. Na, dann springen wir noch eine Runde und dann haben wir es geschafft. Sehr cool. Hammer, Hammer. Und ist da was? Ein Moment. Ah, einen Moment, ich schau auch mal, ist da was? Da können wir auch wieder rauf. Ah ne, da kommen wir nur hier wieder zurück. Das müssen wir noch gar nicht. Wir brauchen... Weiß ich auch nicht. Ja, ein Hinweis, ein Tipp. Vielleicht liegt ja hier irgendwas rum, was uns gefällt. Weg los, Sackgasse! Okay, dann also wieder zurück! Der doch was. Nee, nicht zurück. Das hat es doch noch nie gegeben im Spiel. Oder? Das ist gerade merkwürdig. Da wird es ja weitergehen. Aber. Bin am Rätseln und am Grübeln. Jetzt schaue ich noch mal rüber. Oh oh. Das war dann doch so, aber vielleicht geht es ja da weiter. Das wird jetzt das Interessante werden. Das war aber ganz schön weit zurück. Jetzt müssen wir noch mal den Dialog spielen, oder wie? Gut,
Da sind wir ja her. Nee. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Okay, nochmal. Wir hauen da unseren Haken dran. Anscheinend doch nicht. Oder hängen wir schon? Ja, was ist denn jetzt los? Also manchmal verstehe ich es nicht. Der hängt den nicht hin. Okay, dann hänge ich nicht hin. Schauen, vielleicht müssen wir da ein bisschen anders dastehen. Hoppala. Aha, okay. Da sind wir hergekommen. Da wird es auch noch nach unten gehen, sehe ich. Gut. Jetzt schwingen wir da schön hin. Und jetzt schauen wir mal. Er sagt, da ist nichts. Ich kann es fast gar nicht glauben. Okay, eine Sackgasse. Mit der Sackgasse können wir nicht viel anfangen. Aber hier... Lass mal schauen. Ich glaube, die Dinger sind wirklich nur dafür da, dass wenn man nicht hoch genug springt, dass es, dass man sich noch irgendwo festhalten kann. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, wohin. Ich muss nochmal gucken. Ich kann es gar nicht glauben, weil es gab doch bis jetzt noch gar keine Sackgasse. Warum sollte ich denn da rumrennen? Also da hinten sind auch wieder Griffe zum Festhalten. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir auf diesen Stein da kommen und rüberhüpfen. Alles klar, Sackgassenproblem gelöst. So. Dann ziehen wir uns mal nach oben. Hoffentlich hält der Baum. Und jetzt hier. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Also für mich ist der Weg noch nicht ersichtlich. Hier bin ich stecken geblieben. Und da oben müssen wir rauf. Naja, ich kann da Vollgas Anlauf nehmen. Dann klatsche ich aber wahrscheinlich unten tot auf. Jetzt suchen wir eh schon so lang. Das sind Griffe zum Hochklettern. Ah, okay. Wo? Wo sollen diese Griffe sein? Kommt der Hinweis? Schwingen Sie sich zur Kante der Säule. Wo? Okay. Also unter uns oder wie? Okay, naja, dann probieren wir das auch mit Schwingen. Also ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert mit dem Enterhaken, dass ich da immer so genau davor stehe. Der macht es nicht. Ich drücke die ganze Zeit die Taste. Könnt ihr mal dagegen schießen? Nee, geht auch nicht. Jetzt warten wir, bis es wieder kommt. Nee. Mach doch einfach hin. Da hatte ich ja vorhin schon so Schwierigkeiten damit. Was soll denn der Rotz? Von der anderen Seite? Ja, ich kann das Seil leider nicht mehr festmachen. Was weiß ich, woran es liegt. Aha, okay.
Ah, okay. Schön. Halt, das will ich auch nicht machen. Ich bin gerade durcheinander mit den Tasten. Okay, Jawohl, Hammer das. Fahrt. Super, ich bin hinter dir. Hoffentlich klappt das jetzt besser. Ja. Hep, Punktlandung. Und wo lang? Alles klar, da kommen wir nach oben. Richtig gut, oder? Das Hammer. Und jetzt darüber, oder? Oh. Seil ein bisschen zu lang gewesen. Da kracht der Nate voll der Hie, der eure Lauser. So, alles klar. Wie geht's dir? Das war aber kompliziert jetzt für mich. Wo ist der? Kommt der nicht mit? Sam, hier rein. Okay. Ist da eine Höhle? Nö. Und jetzt? Meine Herren, da scheint es auch wieder was zum Klettern geben. Ach nee, da kommt ihr gerade her. Ah, hier geht's weiter. Da ist was zum Draufsteigen. Ja, das Spiel wird nicht langweilig. Es ist immer Action. Jetzt haben wir endlich geschafft. Jetzt sind wir endlich an dieser depperten Kante, Gott sei Dank. Auf dem richtigen Weg. Kommt der auch noch? Er wird schon kommen. Okay. Ist da irgendwo mal wieder ein Pfeil? Im Prinzip braucht man ja nicht, aber ich denke, wir werden bald was Tolles sehen durch die Aussicht. Ist das tief? Aus tief oder hoch? Okay, und wir müssen. Weiter, vielleicht nach unten, oder? Lass mal schauen. Wo rennt denn er jetzt hin? Vielleicht hat er irgendeine Idee, schauen wir mal. Konnte das hier niemand finden? Sollen wir da mal in den Turm reingehen? Da liegt ein Schatz, oder? Liegt da ein Schatz? Jawohl. Den Hammer. Eine Zeichnung kann man nicht machen. Aber auf den Turm nach oben klettern können wir. Was haben wir hier noch? Damals im Weißen Haus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ach, der ist schon oben, der Bruder. Der ist ein Tacken schneller wie ich. Ach, jetzt bin ich doch wieder vorne. Alles klar. Ah, von hier springt man weiter rüber. Das mache ich auch mal. Und boah, da muss man Das ist aufpassen, dass man nicht knapp. da rüberspringt. Ja, saugut. Wo ist der alte Knacker? Und da müssen wir uns dann ablassen, oder wie? Nee. Quatsch. Oh doch, schaut mal das an. Das ist hier richtig schlammig und matschig. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht abstürzt. Der schaut sehr rutschig aus. Ist es aber anscheinend gar nicht mal so sehr. Wo ist der Bruder denn hin? Der steht da drüben noch. Okay, ja, was passieren wird, wenn wir da runterrutschen? Seht ihr in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Ciao. Servus.